Wow, Petra, was hast du jetzt alles mit? Ich will ja auch Detox machen. Ja. Warte mal, ich muss erstmal die Jacke ausziehen. Die Ja. Bewegung ist so anstrengend. Ja. Ich bin ja. Eine Entgiftung ist jetzt Zeit dann. Ja, Aber also, was was habe hast ich du mitgebracht? mitgebracht? Als erstes habe ich so eine Körperfettwaage gemacht, Ach, cool. Ja, das damit stelle ich ich schon einfach mal hin, messen dass du kann. gleich. Habe ich Fett überhaupt? Es kann ja sein, dass ich überhaupt gar kein Fett habe. Genau. Und ich werde jetzt entsaften. Ah, du machst den Saftdetox. Richtig. Und zwar ist es so, ayurvedisch schon, diese Gemüse-Bitterstoffe sozusagen, die sorgen dafür, dass das irgendwie halt auch entgiftet. Das ist das eine. Okay. Und auf der anderen Seite habe ich ganz viel Gemüsesaft, also kein Obstsaft, der meinen Körper praktisch überflutet mit Also im Prinzip Nährstoffen. hast du auch keinen Zucker, weil ich Ich habe. esse gar nichts außer Saft. Ja, super. Also, was ich vorhabe, ist Folgendes. Mit Sauerkrautsaft fange Ja. ich an. Da Ui. Ich werde habe das schon mal getrunken. Das ist ich werde den hardcore. Darm entleeren, komplett. Okay. Und dann gibt es halt die nächsten Wochen praktisch das, was ich jetzt hier habe. Gemüse. Gemüse ist doch schon mal gut. Das Aber du als Saft, packe ich du hier armes rein. Das Ding. Ding hat irgendwie 500, 600 € gekostet, haben wir aus Amerika damals gekauft. Das macht irgendwie jede Minute 40 Umdrehungen, also Oh. ganz wenig, ganz kein, Ja. kein Bruch. Damit wecke ich die Leute morgens nicht, wenn ich es entsafte. Und es macht kalt entsaften. Das heißt, dadurch sind die Nährstoffe auch noch intensiver Oh da. ja, das ist gut. Ich nehme Ingwer, ein bisschen Ingwer ist scharf. sehr gut. Damit kann man auch gut abnehmen. Das sieht auch hübsch aus. Also ich nehme einfach das, was mir gerade Spaß Alles macht, an klar. Gemüse, aber nur Gemüse, pack das da rein, entsafte. Ich brauche auch nicht viel. Ja. Also, weiß nicht, halbes, also so ein Glas oder halbe Liter reicht mir komplett für den Tag. Ich bin komplett satt nachher. Das ist schon irgendwie Okay. ganz interessant. Das ist ja echt Ich hardcore. kenne auch einen Typen, der hat es ein ganzes Jahr gemacht, Ja. aber ich traue Also nicht jedem zu. bei mir ist das echt. Ich Das Ding ist halt auch, solange die Gifte im Körper sind, ja. dann wird es irgendwie halt vom Fett umgeben und damit einfach diese Gifte nicht in den Körper, sonst irgendwie den Körper vergiften. Ja. Damit das nicht passiert, bleibt das Fett da drin. Das heißt, solange wir nicht entgiftet haben, wird es schwierig sein, ja, Fett loszuwerden. Ich habe das mentale Entgiften ja schon bei dir gemacht. Ja, Das war gut. das. Aber für mich ist das nicht wirklich was, weil das Entsaften, also nicht zu essen, es fällt mir echt schwer. Also das da Respekt. Ich weiß nicht, also ich kann das Wieso, nicht. was machst du denn? Ich habe hier, mein Box ist gekommen. Also, Detoxen. Ich habe erstmal ein Programm, auch mit was ich dann, muss ich auch noch Sachen aufschreiben und so. Mal. Dann habe ich hier, kannst du das schon mal gucken, ich hole noch mal ein paar Sachen raus. Ja. Ja, das sind ja schon einiges, was man da. Was hast du denn hier? Ah ja, Vitamin C finde ich immer ganz gut. Ja. Weil in dem Moment, wo du tatsächlich entgiftest, wird der Körper ja auch stark belastet. Und wenn man halt weniger Oxidationsprozesse drin hat, finde ich es gar nicht so verkehrt. Das ist auch Multivitamin, also tatsächlich auch sehr viele Vitamine, auch also wie bei dir auch, also Gemüse habe Ja. ich hier auch Ah ja. und Frucht und so weiter. Ja. Na, erkennst du das? Ach, Chlorella ist eigentlich fantastisch, wenn es darum geht, die Gifte an sich zu fassen und dann Ja. einfach, dass man sie auch nochmal über den Körper irgendwie dadurch wegbekommt. Weil das Ding ist ja, du musst natürlich viel trinken. Genau. Du Ich musst habe auch natürlich schon irgendeine hier. Möglichkeit haben, die zusammenzupacken und irgendwie aus dem Körper loszuwerden. Du kannst natürlich auch irgendwie heiß duschen oder heiß baden oder Sauna oder Echt? schwitzen Ist oder. das gut? Weil das Ding ist ja, wenn du es einfach, je mehr Möglichkeiten du hast, einfach Gifte rauszuwerden, Okay. desto weniger. Ja, Also also ich. beim Detox ist ja so, du musst die Gifte erstmal aus den Fettzellen rausholen, die sind dann erstmal im Körper drin. Das heißt, du bekommst Kopfschmerzen oder es geht dir schlecht oder was auch immer, Okay. emotional auch, und du musst die schnell loswerden. So, und schnell loswerden heißt im Endeffekt viel trinken, aber halt Chlorella unterstützt das auf jeden Fall. Ah, Und wenn du okay. zum Beispiel heiß badest oder duschst oder sowas, ne, das ist auch Na immer, dann. oder Sauna oder Also Sport. muss ich auch noch Sauna machen. Obwohl Sport ist eigentlich sowieso bei mir so ein. Ich mache einmal die Woche, kriege ich hin, Sport Echt? machen. Einmal die Ja, Woche? Dann tatsächlich. muss ich mir auch was überlegen.
Aber was ist denn sonst in dem Programm drin? Mal Ja, gucken. also tatsächlich, was ganz schlimm ist, ist irgendwie kein Salz, kein Kein Salz? Zucker. Ja. Was machst du bei kein Salz? Das Ja, schmeckt ja weil alles gar nicht dann. ich habe dann jetzt irgendwie ein paar Gewürze. Das ist, also ich werde wahrscheinlich sehr viel pikant machen. Okay. Das sind halt Würzen statt Salzen. Das ist alles wirklich komplett ohne Salz? Salz, ja. Okay. Ohne Zucker und ohne Salz und ohne zusätzlichen Geschmacksverstärker, was auch wichtig ist, ne? Ja, Also in ja. allen Produkten, was ich nehme, ist auch keine Geschmacksverstärker Zucker ist drin. auch immer ganz hässlich, weil es irgendwie, also Zucker macht nicht nur dick, sondern es ist in erster Linie, weil es einfach extra Heißhunger macht. Das heißt, wenn ich Naja. irgendwie diese weiße Zucker nehme, dann ist ja Insulingeschichte, aber das kennst du ja Ja. wahrscheinlich auch. Aber was ich hier schön finde, die erste Woche hast du 7 Tage Proteine. Ja. Das kostet wahrscheinlich mehr Energie, ja. Energie, als es irgendwie halt irgendwie sonst bringt. Und der Genau. Körper hat das Gefühl, dass er was gegessen hat und schaltet nicht auf dieses Hungermodus Ich um. esse auch tatsächlich viermal am Tag. 4-mal. Und da willst du abnehmen? Also Ja. müsste funktionieren. Ja, Macht ich total weiß auch nicht, Sinn. muss ich auch ausprobieren. Habe ich noch nie so gehabt, ja. Ja. Und dann hast du das, in der zweiten Woche hast du nur 3 Proteintage und den Genau. Rest Veget also nur Gemüse. Ja, also nicht nur Gemüse, ich kriege dann Gemüse zu dem Fleisch dazu. Ach, das ist gemischt. Ja, Okay. also das ist schon mal sehr gut. Also auf die zweite Woche freue ich mich schon Genau, eigentlich. dritte Woche ist dann 2 Proteine und Ja. dann der Rest Vier, Mix sozusagen. fünf, ja, Und genau. vierte Woche ist ein Proteintag und der Rest ist Mix und danach kannst du ganz, also nur Mix essen sozusagen. Genau. Aber halt Zucker, Alkohol und Salz sehe ich Ja, jetzt also gerade, ne? 28 Tage geht das. Oha. Aber es ist ja, ich meine, du isst ja. Wenn ich jetzt Ja. 28 Tage nur Saft trinke, Geht nicht. dann ist Mama wahrscheinlich auch nicht so glücklich. Dann sagt sie, ja, wie bist du jetzt Ja. hier? Na, genau, okay. So, nachher siehst du aus wie der was wie der Karotte oder sowas, ne? Nee, So. das Ding ist, das Dumme ist, der Körper schaltet tatsächlich auf Hungermodus um. Okay. Und der denkt, okay, hier, ne, da ist kein Essen, also muss ich irgendwie sparen. Ah, okay. Das Das ist ist nicht so na. gut, ne? Ich werde vielleicht irgendwie halt irgendwie Proteine zusätzlich als Pulver vielleicht dazu packen. Mal gucken. Ah, okay. Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Hanfproteine oder irgendwie sowas dann, dass ich dann noch dazu Stimmt, packe. das habe ich letztens dran. Ja, gut. Ja. Okay, also was verdammt. Sollen wir mal loslegen? Also wir müssen einmal dein, ja, wir müssen einfach hier, warte mal, ich habe hier Maßband. Maßband. Ach Ich hier, habe das das über ist der mein. Liposkulp, Ja. ne? Da kann man ja auch Da schmieren, kann dann man. bekommt man auch Fette. Aber ich, also ich mache das jetzt so, Ja. folgendes. In diese Zeit nehme ich keinen Depotskorb. Wir messen das ja alles. Und dann machen wir diese Machen wir einen Detoxkur. Wettkampf? Ja, komm, wir machen Wer einen hält länger Wettkampf. durch? Wer nimmt mehr ab? Wer ist frischer und energetischer? Das sind ja Genau. schon die Faktoren, ja. Genau. Wenn ich dann mehr Sport treiben kann in der Zeit, habe ich schon gewonnen. Ne? Na, ich werde mir auch was überlegen. Also da Okay. dieses 5 Minuten High-Intensity-Intervall-Training oder was auch immer Hit. Irgendwas werde ich machen. Oder ich werde auf dem Trampolin springen, das sage ich dir. Okay. Okay, also Also. ich will dich sehen, wenn du deinen Saft trinkst und dann auf dem Trampolin springst. Ich habe mal ein Okay, bisschen Energie. wir brauchen auf jeden Fall Ja? den Gewicht? Bauchumfang, Po-Umfang und Oh Oberschenkelumfang. Gott, Oberschenkel. Obwohl, da habe ich kein Problem. Also Oberschenkel ist gut. Po ist auch ganz, ne? Aber der Bauch ist, ich habe da irgendwie speziell nur Bauch. Das heißt, Ja. Bauchumfang machen wir. Okay, das ist gar nicht so Ja, schlecht. das können wir dann auch nochmal machen. Okay, Und alles klar. Gewicht? Und Gewicht, dein Gewicht Oh, brauche ich auch Scheiße, noch. das war. Also, ja, ich Okay, habe das also ja. sind wir bereit für den Wettkampf? Ja, okay, komm Okay, her. Wir los machen das. geht's.